Erst auf Seiten der Wilden und später noch auf Seiten der Inquisition. Wir bleiben dann aber, nehme ich mal an, auf den Seiten der Wilden. Auf der Seite der Wilden, so rum. Ach, hier sind wir. Sieht mystisch aus. In der Dunkelheit. Na, tolle Wurst. Ein sehr einladendes Plätzchen. Ich schaue mal ganz kurz nach den Wachen. Komisch, dass die letzten Mal so nah waren, die Wachen. Da konnten wir gar nicht ran. Jetzt sieht man die gar nicht. Was wir auch noch machen müssen bei den Wilden, ist natürlich den legendären Gegenstand finden. Vielleicht sollten wir mal die Nacht nutzen, das Lager ein bisschen erforschen. Ich mag übrigens das Plätschern vom Wildbach hier sehr gerne. So, komm, jetzt lauf mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht den legendären Gegenstand kriegen. Und hinten müssen wir noch ein Krokodil bekämpfen, um an den Schatz zu kommen von Jim. Wenn ich mich recht entsinne. Yalla, yalla! Hey, yalla, yalla! Yalla, yalla! Das ist mein bester Freund, der Yalla. Na? Wie läuft's zwischen dir und Shani? Ja, ja, schon hot. Mist, dass wir ja auch keinen Kampf lernen können. Zu einem guten Dieb. Da fällt mir gerade was ein. Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Tipps für Anfänger. Besserer Dieb, Meisterdieb. Mach mal Tipps für Anfänger. Hast du auch ein paar Tipps für Anfänger? Wenn einer sieht, wie du was klaust, wird er dich in der Regel direkt angreifen. Manche Typen sind aber auch Weicheier. Die sagen vielleicht was, machen aber nichts. Die meisten Frauen sind auch so drauf. Achte einfach drauf, wer eine Waffe hat. Keine Waffe, kein Problem. Kapiert? Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Gelernt Diebeskunst 1. Ich dachte, die haben wir eigentlich schon, aber naja. So, Chani, bei dir will ich gerade, glaube ich, noch nichts. Bei ihm können wir eh nur Mist lernen. Können wir bei ihm irgendwas? Hoshi, Tawonga. Ja, ja, selber Hoshi. Und mit Speeren haben wir auch nichts am Hut. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Wurf, Speerkämpfer, ja, will ich gar nicht. Naja, pass auf, dann würde ich sagen, bevor wir das machen, muss ich doch nochmal ganz kurz gucken. Charakter, Talente, Inventar. Benutzbares Plunder, wo ist... Nee, Logbuch, ne? Legendäre Gegenstände, so rum. Die Voodoo-Nadel auf Antigua, der Handspiegel, die Kanonenkugel, lalala, die Flasche der Gedanken. Auf der Seekarte markieren. Die Flasche der Gedanken sehe ich hier nirgends übrigens. Ich speichere mal. Toll. Hier ist nur ein Bett. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Flasche der Gedanken hier finden werden. Aber so oder so.
Schauen wir doch mal. Zähne, Warzen, Schweinfell und Speer. Ein Bett und ein Telefon und sonst gar nichts. Und hier ist irgendwie auch gar kein Vorratsbehälter und nischt nur ein Bett. Man kann nicht gerade sagen, dass es von der Größe her das New York der Wilden ist. Natsumi. Ach, sie ist das. Und Lin. Gaia hat viele Geschenke. Man findet sie überall in der Natur. Natürlich, ich weiß genau, was du meinst. Muleke pasavi maloche. Ja, ja, immer das Arbeiten. Was? Schwarze Oleander, Goldklee, Proviant. Sie sieht uns nicht. Sie sieht uns nicht. So, dann haben wir ja alles abgefrühstückt, aber wir haben immer noch keins von diesem legendären Gedönse gefunden. Da unten ist auch noch ein Bett. Achso, da kommen wir gar nicht hin. So, komm, dann penne ich ja bei Jim. Wenn du das bei mir machst, gibt's Ärger. Gut. Schlaf ich eben nicht in deinem Bett. Meine Fresse, man kann sich aber auch anstellen. Wo soll ich denn dann schlafen? Ach so, bei dir kann ich vielleicht auch noch was bequatschen, ne? Kannst du mir Voodoo beibringen? Ich kenne selbst nicht alle Geheimnisse. Aber wenn du damit zufrieden bist, kann ich dir zeigen, wie du aus Pflanzen kraftvolle Tränke brauen kannst. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Zeig mir die Alchemie. Tränke brauen, Voodoo-Rituale, Voodoo-Rituale. Die Frage ist, was sind das für Tränke? Sind das wie bei Risen 1 Stärketränke und sowas, wo man dann plus 5 Stärke kriegt? Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir da schon was parat haben. Voodoo 4. Ich glaube, Voodoo 4 haben wir noch gar nicht. Wir haben Voodoo 1, ne? Genau. Ach, Mist. Wir werden uns hier noch ewig rumschlagen mit dem ganzen Gezuppel. Jetzt will ich aber auch nicht Voodoo 4 lernen, weil ich würde erstmal gerne lieber zuschlagen lernen. So, jetzt aber. Gute Nacht und guten Morgen. So, jetzt würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir einfach mal abspeichern. Let's play Molucke und dann können wir mal in den Krieg ziehen und schauen, wie das so wird. Chani hat die ganze Nacht durchgemacht extra, da wollen wir sie nicht enttäuschen. Zack. Let's play Molucke. Die Schlacht gegen Crow soll beginnen. So sei es. Auf zum Tempel der Erde. Ich folge dir. Ach so, nur wir beide. Naja, das ist ja eine super Idee. Stimmt ja, ich muss ja die Puppe muss ich auf den Dad anwenden. Und der Dad ist ja nicht mal eben so um die Ecke. Und was ist denn das da oben eigentlich? Ach, gucke mal. Ein Jadestein. Irgendwelche Vorschläge? Ono Palava, Gucho. Wir sollten uns besser beeilen, als zu reden. Na gut, aber einen Vorschlag habe ich dann doch noch. Mal gucken, ob die da hinterherkommt. Ah, geht so. Hier, guck mal, mit wem ich unterwegs bin, Nakutu.
Scheint ihn nicht zu interessieren. Schade, ich dachte, jetzt gibt es da nochmal ein lustiges Gespräch, aber naja. Dann wollen wir mal zum Tempel der Erde. Wir wissen ja schon, wo der ist. Da sind wir ja schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Und somit stürzen wir uns in ein neuerliches Abenteuerchen. Mann, nimm mal diese roten Blumen. Ich dachte, da wäre schon wieder eine Maki-Beere. So, ich gehe den Flusslauf entlang, damit ihre Spürhunde unsere Fährte nicht aufnehmen können. Nur aus Gewohnheit, weil ich doch ein Dieb bin. So, ich glaube, hier sind wir irgendwie falsch. Es sei denn, wir kommen da auch hin, aber offenbar nicht. Dafür gibt es hier einen hübschen Goldklee. Konzentration. Der Krieg steht bevor. Der Feind rasselt mit seinen Säbeln. Und wir bringen die Tochter des Häuptlings zum Geschenk. Doch es ist nur eine Finte. Raka! Ihr greift die Tochter des Häuptlings an! Ich kann es nicht glauben! Das ist die schlechteste Idee, die man haben kann. Ich glaube, das hier ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, auch wenn da eine Kiste steht. Aber wir pullen die später mal, wenn es geht, einzeln oder zu zweit, aber nicht gegen vier auf einmal. Das ist reichlich dumm. Schaffbar, aber... Scheiße. Hat er jetzt hier ein Autosave gemacht oder was? Automatische Speicherung. 13 Stunden 55 Minuten. Ich lade mal den hier. Das ist übrigens der Ladebildschirm von formvollendeter Schönheit, Schlichtheit und Eleganz. Schade, dass es hier keine Bilder gibt übrigens. Okay, Spielstand laden, automatische Speicherung. Laden wir mal den hier. Dieser Bildschirm hier ist viel schöner. So, habe ich jetzt heimlich mal Licht angemacht hier, weil es schon so dunkel ist. Müsste jetzt ungefähr 3 Uhr morgens oder so sein, während ich aufnehme. Aber das ist okay. Ich hab's mir so ausgesucht. Warte. Psst. Okay, Chani, pass auf. Da geht's hoch und wir können da in die Festung rein. Yes. Na. Psst. Kein Mucks machen. Chani? Du musst schleichen. Jetzt kriegst du aufs Maul. Wie, wo, warum? Chani? Ach, du dummes Stück, was machst du denn da unten? Bleib stehen. Bleib hier oben! Geh runter! Bleib hier oben! Was macht er denn? Er fliegt heran. Yeah.
Ich blocke doch schon! Korsarenschwert! Und das war Basil. Von den kannten wir noch von letztem Mal. Haben wir diesmal aber elegant hinbekommen? Speichern? Mann, ey, jetzt kriegst du aufs Maul! Ach, halt doch die Schnauze. Du feige Sau, bleib stehen! Chani, spring doch ein bisschen in der Gegend rum. Das lenkt die Feinde ab. Zitter ein bisschen dabei. Wo sind sie denn? Mann, ich würde da gerne... Ja, jetzt hau mir doch endlich mal aufs Maul. Nicht mal nur deine scheiß großen Reden. Die kann doch keiner hören. Ja, leck mich doch am Arsch. Nee, leck du mich doch. Zweimal. Jetzt hau ich dir aufs Maul. Ja, wird mal Zeit, Kollege. Sau, bleib stehen! Ich stehe hier! Stell dich! Ja. Schneid dich in Streifen! Nein! Nicht Chani! Fürchte meine Klinge, Pirat! Ich sag, da fürchte meine Klinge! Und nicht meine Inge! So, Pirat! Oh, ich wurde gerade geheilt! Dankeschön, schöne Frau! Na, endlich mal eine Frau, die zu was nütze ist! Nicht so eine blöde Patty, die die ganze Zeit nur rumläuft und ins Schwert läuft! Ich bin ja richtig gerührt. Nur mit der Wegfindung hat es nicht so. Ach. Basils Truhe. Was finden wir denn da Schönes? Jolt. Basils Truhe leer. Speichern. Geisterlilie! Und eine verschlossene Kiste. Fackelgrog immer gut. Und ich glaube, das ist der Ort, wo wir hin müssen. Ich frage mich nur, wozu die Festung hier gut ist. Ist wahrscheinlich nur so ein Wachturm, ne? Müssen wir jetzt trotzdem gegen die Wilden... Oh nein, wir müssen trotzdem gegen die Wilden kämpfen. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Toll. Wir können doch nicht gegen die ganzen Wilden da vorne kämpfen. Das ist doch ihr ganzer Stamm. Vor allen Dingen will ich das auch gar nicht. So, hier lang ist aber auch keine so gute Idee, wie es scheint. Müssen wir etwa gegen ihren Stamm kämpfen? Da sind auch noch zwei. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt das gesamte Dorf auseinandernehmen müssen. Hier geht's nicht weiter. Ach, na, schöne Scheiße.